Hallo Leute, der Valve wieder hier zurück mit Let's Play Final Fantasy 8, dem ich jetzt endlich wieder Internet habe und damit auch wieder aufnehme. das ist verkürzt? Nee. Gut, auf jeden Fall machen wir heute weiter. Und zwar knöpfen wir uns den Monat Pandora vor. Oder wir planen erstmal, was wir tun. Und dazu müssen wir hier. Wo ist Esther? Ich find's nicht. Okay, irgendwo. Da ist die Airbase. Sag mal, da bin ich jetzt ganz blöd. Ah, da ist es doch. So, müssen wir hier. Ja, müssen hier irgendwo landen. Später gibt es dann, soweit ich mich, wenn ich mich recht entsinne, die Möglichkeit, direkt in der Stadt zu landen. Jetzt lege ich nur schneller bei Squall. Nicht Squall. Bei Xel Egg Non an. 0% Gegner. Weil die greifen uns auch auf diesen Wegen hier sonst noch an. Das ist nervig einfach nur. Ne? Wenn wir hier mal weiterkommen wollen. Da drüben geht's rein. Eieieiei. Was ist denn da los? Machen wir einen kurzen Schritt wegen Asynchronität und so. Bis gleich. So. Jetzt soll's. Geht's hoffentlich wieder besser. Ich finde diese Animation toll. Ja, die Musik, das ist schon die typische, wir bereiten uns auf eine Mission vor Musik. Die hatten wir auch bei den Timberwald-Eulen, also bei der Inschanzgruppe von Renoir im Zug. So, jetzt muss ich den Weg zum Palast finden. Hahaha, das wird ein Spaß. Ich bin das vorher schon mal... Was ist denn da heute los? Ich bin den Weg zwar vorher, glaube ich, schon abgelaufen. Solange ich kein Internet hatte, weil ich mir gucken wollte, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ja doch, das müsste... Ja genau, hier oben lang und dann... Ja, das stimmt, ich erinnere mich. Genau, da haben wir ihn nämlich schon fast. Das ruckelt heute, das ist nicht schön. Irgendwas ist er... Genau, und hier jetzt rechts hoch. Genau, nochmal weiter. Oder? So langsam bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Doch, da haben wir's. Wenn es jetzt nochmal ruckelt, dann korrigiere ich das erstmal schnell. Dumm, 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 dumm. Okay, ich mach nochmal einen kurzen Schritt. Bis gleich. Okay, jetzt aber Gefahr erkannt. Gefahr gebannt, würde ich sagen. Doch nicht. Ihr habt die Erlaubnis. Hier entlang. Ja, wir haben die. Jetzt haben wir mal die Erlaubnis, den Präsidenten zu treffen. Genau, und die zwei haben uns auch sonst immer ausgebremst. Das heißt sonst immer, ich glaube, ich war einmal hier. What? Kiras? Das ist dann wahrscheinlich... Ja, wer ist es denn? Oh, der Boden wird durchsichtig. Coole Sache. Ja, ich glaube, wir wissen schon, wer das ist. Diesem Land los.
stumm, stumm, stumm. Oh, natürlich. Hey, ihr da. Ich wollte euch unbedingt treffen, Jungs. Ihr wart die, die in meinem Kopf drin waren, richtig? Eleonie hat mir schon alles erzählt. Es war, als würde eine Art Welle durch meinen Kopf laufen. Sie gab mir so viel Kraft wie während des Kampfes. Wir dachten, das seien wohl irgendwelche Feen, die über uns wachen. Also, ich bin Laguna. Präsident Laguna Loire von Estar. Wie auch immer man den Namen ausspricht. Freue mich, euch kennenzulernen. Wären wir nicht in dieser diese Notsituation, würde ich mehr mit euch reden, aber gut, wie auch immer, lasst uns reden. Aber ich würde euch mehr davon erzählen. Was wollt ihr wissen? Ihr kommt nie zu etwas, wenn der Präsident immer nur redet. Also warum stellt ihr nicht einfach ein paar Fragen? Da geht's schneller. Ja, was fragen wir ihn denn? Manuel, es sieht wirklich ernst aus. Wo ist denn Eleonie eigentlich? Was zum Teufel hat er mit ihrem Leben getan? Wundest du dich nicht? Als Eleonie 2 war, gab es eine groß angelegte Jagd nach Mädchen in Estar. Estars Soldaten kamen nach Ruinhill und Eleonies Eltern leisteten Widerstand. Sie wurden sofort getötet. Die massive Suche war dafür, um den Begünstigten der Hexe Adele zu finden, der Herrscherin von Estar zu der Zeit. Eleonie wurde von Rain aufgezogen, die gegenüber wohnte. Ich habe sie kennengelernt. Dann gab es noch eine groß angelegte Suche. Eleonie wurde mitgenommen, obwohl ich dort war. Es war die schlimmste Geschichte meines Lebens. Also habe ich sie gerettet und habe sie aus Ruinhill weggeschickt. Kurz danach starb Rain. Und Eleonie wurde direkt in das Waisenhaus geschickt. Warum bist du mit ihr nicht nach Ruinhill zurückgekehrt? Ich wollte es. Aber ich hatte meine Gründe. Ich habe erst danach etwas darüber hinausgefahren, aber der Grund, warum Eleonie gehen musste und ins Waisenhaus musste, war ihre spezielle Kraft. Doc Odin wollte sie in seinem Labor untersuchen. Er hat sie überall gesucht. Die Besitzer des Waisenhauses waren Sid Kramer, den kennen wir, und seine Frau Idea. Du kennst sie besser als ich. Kramers haben Eleonie aufgenommen. Sie haben ein großes Schiff vorbereitet, um sie zu beschützen. Nett von ihnen, was? Oh, hätte ich gewusst, dass ihr so viel redet. Hätte ich es nicht gemacht. Nach einer Weile fuhr das Waisenhaus zu einem anderen. Das Schiff fuhr zu einem anderen Waisenhaus. Und Eleonie suchte dort nach. Hat sich dort um andere Kinder gekümmert. Sie sagt, ihr Leben auf dem Schiff war ein glückliches, aber wer weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie auf dem Schiff glücklich gewesen sein kann. Sie war für über 10 Jahre auf diesem Schiff. Das Schiff wurde von Galbadianern angegriffen. Ein Estar-Schiff rettete sie. Und dann traf sie mich. Es war reiner Zufall, dass wir sie gefunden haben. Ich war im All.
zu der Zeit und Elioni folgte mir. Kleine, er ist erwachsen geworden. Dann hat sie mir alles erzählt. Ist sie sicher aus dem All zurückgekehrt? Unser Rettungskapsel-Sicherungsteam war etwas spät dran. Eleni ist in, und die Galbadianer haben sie in ihre Gewalt gebracht. Sie ist in der Lunatic Pandora. Wir müssen sie retten, hilfst du uns? Puh. Ich sag jetzt mal, lass mich jetzt den Raum heraus. Okay, gut, er will uns noch erzählen, wie wir Ultimesia besiegen. Ah. Direkt zur Sache kommen. Das ist, ihr seht, seid echte Workaholics. Ist das jetzt mein? Ach, das ist Odin, der, weil das so komisch spricht. Ha. Ja, halt dich kurz und einfach zu verstehen. Ich werde es machen, wie immer ich will. Die Source, die Hexe Idee hat mir alles erzählt. Die Hexe Ultimesia kommt aus der Zukunft. Und sie beherrscht die Hexen der Gegenwart. Das bedeutet, sie belässt ihren Körper in der Zukunft und sendet nur ihren Geist hierher. Oder sendet sich nur ihre Wahrnehmung hierher. Könnt ihr das, versteht ihr das? Es ist so wie, ja, das ist also so wie Eleoni uns zurückgeschickt hat. Du bist ein schlaues Köpfchen. Mein erster Gedanke war, dass jemand in der Zukunft mit derselben Fähigkeit wie Eleoni die Hexe zurück in unsere Zeit schickt. Aber nein, das war nicht die Antwort. Also wie kommt die Hexe zurück in unsere Zeit? Nein, wir haben genügend geredet. Sie kommt und das ist ja... Das ist zu schade. Lass sehen. Es gibt nur einen Weg, Ultimesia zu besiegen. Du musst sie in der Zukunft töten. Es gibt nichts, was wir tun können, bevor wir nicht in der Zukunft sind. Es gibt keine Möglichkeit, in die Zukunft zu gelangen, unter normalen Umständen. Aber es gibt noch einen Weg. Es ist, weil die Hexe Ultimesia plant, die Zeit zu komprimieren. Die Zeit mit Magie komprimieren. Was bringt es der Hexe, die Zeit zu komprimieren? Es gibt für wahrscheinlich mehrere Gründe, aber das ist egal. Lass uns einfach herausfinden, was Ultimesia plant. Um in dieser Zeit zu existieren, muss Ultimesia den Körper einer Hexe dieser Zeit übernehmen. Aber die Maschine hat ein Limit. Ultimesia muss wahrscheinlich immer wieder mal zurückgehen. Nur Eleni kann sie weiter in die Vergangenheit zurückbringen. Das ist der Grund, warum sie sucht. Wir müssen uns Elionis Power zunutze machen. Es gibt zwei Hexen in unserer Zeit, die Hexe Renua und die Hexe Adele. Eine von den beiden ist Adele bisher noch nicht erwacht. Nachdem ihre Regeneration verendet ist, werden weder Laguna noch ich sicher sein. Die Hexe erwacht wohl im Inneren der Lunatic Pandora. Ultimesia will die Hexe Adele beherrschen, wenn sie erwacht. Das wird schrecklich sein. Adele ist eine grausame Hexe. Wenn Adele zu Bewusstsein kommt, oder wenn Adele von Ultimesia übernommen wird, wird Adele als erstes dieses Gebiet hier zerstören. Also müssen wir die Hexe Renua benutzen, um Ultimesias Kraft zu beherrschen. Das ist alles für jetzt. Nachdem ich jetzt so lange weg war, mache ich heute mal wieder eine längere Folge. Sonst haben wir heute wirklich nur Gelaber. Als erstes müsst ihr die Lunatic Pandora. Eleni wird dort wohl festgehalten. Ihr müsst sie als allererstes retten. Dann tötet ihr die Hexe Adele, bevor sie aufwacht. Bevor der Erwachungsprozess vollendet ist.
Moment, sind wir mit Renoir, haben wir mit Renoir die einzige. Ach so, dann haben wir mit Renoir die einzige Hexe dieser Ära. Dann warten wir darauf, dass Ultimecia Renoir beherrscht. Und wenn Ultimecia auftaucht, liegt es an Elionée. Elionée wird zurück mit Renoir zurück in die Vergangenheit schicken, zusammen mit Ultimecia. Elionée muss Renoir und Ultimecia in eine andere Hexe der Vergangenheit schicken. Der oder Adele, das liegt an Elionée. Wenn Ultimecia mal in der Vergangenheit ist, wird sie die Zeitkompressionsmagie nutzen. Wir werden hier einige Einflüsse bemerken. Ich weiß nicht, was es für Einflüsse geben wird, aber Elionée wird es fühlen. Sie wird Renoir und Ultimecia aus der Vergangenheit wieder trennen. Renoir wird in diese Welt zurückkommen. Und Ultimecia wird zurück in ihre eigene Welt gehen. Was zurückbleiben wird, ist die komprimierte Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden alle vermischt sein. Also ich drücke das jetzt mal schnell, oder ich lese das nur schnell und sag's in eigenen Worten, sonst dauert es zu lang. Die Zeit wird komprimiert sein und dann können wir in die Zukunft, weil sie ja im Endeffekt jetzt schon da ist. Das ist verwirrend. Und können Ultimecia in der Zukunft, die jetzt dann doch ist, weil sie ja verschoben ist. Ja, wir machen es. Ja, und dann werden wir Ultimecia halt besiegen können. Wenn ihre Zeit zur selben Zeit wie die unsere ist. So. Jetzt müssen wir in die zu Ragnarok zurück. Es wäre nett, wenn sie uns da einen Sprung geben. Ja, tun sie, das ist sehr nett. Okay. Alle Mann. Von hier aus gehen wir direkt zum endgültigen Kampf gegen Ultimecia. Lasst uns den Plan nochmal durchgehen. Als erstes betreten wir die Lunatic Pandora und retten Elionée. Als nächstes werdet ihr die Hexe Adele bekämpfen. Es wird ein Überraschungsangriff. Zeigt keine Gnade. Jetzt kommt der schwierige Part. Adele muss ihre Kräfte aufgeben, bevor sie besiegt ist. Renoir. Oder, ja. Renoir, übernimmst du diese Aufgabe? Jawohl. Gut. Als nächstes warten wir auf die Hexe Ultimecia, die Renoir beherrschen wird. Das wird für dich ziemlich schwer, Renoir. Aber willst du es tun? Ein Gelaber. Eieiei. Das ist der wahre Geist. Dann zählt. Ja, er zählt jetzt nochmal das Gleiche, was wir eben schon gehört haben. Er sendet sie zurück. Wir trennen sie. Sie kommen in ihre eigenen Zeiten. Alles ist komprimiert und alles ist gut. Ja, komm, mach weiter. Ich beschließe jetzt, ich mache eine 25-Minuten-Folge draus, sonst ist immer noch nichts passiert. Hallo, wie viel denn noch? Halt keine Reden. Liebe und Freundschaft ist alles. Ach, egal. Mal weiter. Wir werden es versuchen. Und er hat's wieder im Bein. Komm, mach weiter und hampel hier nicht rum. So. Steige ich nur noch mal kurz aus, weil dann kann ich ins Menü gehen, weil ich habe festgestellt, wenn ich im Schiff, also dieses Flug-Animation gehe, halt, wenn er im Schiff steht und es fliegt, dann wird der Emulator langsam. Das ist unschön, also mache ich das schnell hier noch. Und nachdem ich auch weiß, was kommt, nehme ich hier Engnon raus, weil das ist eh ein geskripteter Kampf, der sich nicht vermeiden lässt. Und da bin ich lieber vorbereitet. So, 25 Minuten Folge, scheiß drauf. Sonst war das wieder nur Quasselei. Und damit hole ich auch ein bisschen die vergangenen Tage nach. Ja, wo ist er denn? Tears Point.
Ich glaube, das ist genau der Tears Point, war das, wo die Lunatic Pandora. Ich find's nicht, ich find's nicht. So, ich bin schon an dem Tears Point. Wir könnten es hier auch nochmal so markieren. Ist hier auch noch solche Blink. Ah, da haben wir es doch. So, auf geht's. Wow. Here we go. Lasst uns angreifen. Ich frage mich, ob wir hier eindringen können. Ach, keine Sorgen. Macht euch darum keine Sorgen. Sind die Maschinenpistolen bereit? Und die Hauptkanone? Ready! Lass uns einfach ein großes Loch reinschießen. Bam! Das bringt nicht viel. Schilde. Wuhu. Aber die Ragnarok ist klasse, die frischt einfach durch das Schild durch. Jetzt können wir mit der Hauptkanone ein dickes Loch reinschießen. Und das Vieh kann, das Ding kann sich festkrallen. Das ist ja geil. Wie ein Drache die Beine ausfahren. Das ist ja eine geile Sache. So, auf geht's. So, wo ging's jetzt raus? Da unten. Nein, Moment. Zurück da lang. So, wir sind alle gekoppelt. Ja. Da geht's raus. Schätze ich mal. Jawohl. Großer Krach von da. Vielleicht sind sie das, weißt du. Sie? Unmöglich. Na, ja, das. Ja, ich wollte schon sagen, die kennen wir doch. So. Euch machen wir noch fertig. In der Folge. Zuverlässig. Zuversichtlich. Das stimmt, überlasst uns Renoa, wisst ihr. Niemals. Wir nehmen Eleonie mit. Auf geht's. So, jetzt geht's auf die Omme. Das machen wir noch. Die zwei haben wir schon mal besiegt. Keine große Nummer, würde ich sagen. Siehst du, ganz wie ich gesagt habe. Okay, können wir uns von denen schönes drawen? Könnten wir Protect. Na, der hat keinen Draw. Naja, egal. Stimmt. Bam. Der hat auch keinen Draw. Aber ich meine mich zu erinnern. Nein, die haben. Ich dachte, die haben Aura gehabt. Zum Ziehen. Aura wäre eine geile Sache gewesen für Squall. Dann hat er eine stark erhöhte Chance, seinen ultimativen Angriff. Naja, und Recover habe ich mal ausgerüstet. Das habe ich irgendwann vorgekampft. Das war eigentlich dumm. Ja, unvorbereitet in den Kampf. Super Ballrock. Das ist dummerweise Xell. So betäubt. Ich greife zwar den richtigen an, aber Moment, habe ich Hast oder irgend sowas. Ja, niemals Hast. Hätte ich ja auch Mad Rush nehmen können, aber gut. Mist, jetzt hätte ich noch. Na, jetzt hat sich das eh erledigt. Bam. Bam, bam. Schaut, ob der Kampf so funktioniert.
Euer Laber-Laber. Entscheidung. Stören. Cypher helfen. Also sie hat sich dafür entschieden, Cypher zu helfen. Blöd kommt endlich diese Folge mit einem Fake. Weil es wäre ganz praktisch, wenn sie Score in den gelben Bereich bringen würden. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich eigentlich noch machen wollte. Ich wollte Maelstrom machen. Das hätte den Schaden auf die beiden nochmal erhöht. Okay. Das wird wohl ein bisschen mehr Schaden machen diesmal. Durch Brot ist nicht wirklich. Bam, bam. Gut, dass YouTube längere Videos seit einiger Zeit zulässt. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. Zabom. Kabom. Bom, bom. Bom. Wow. Kein Wunder, dass Cypher euch fürchtet. Komm, Squall, hau wieder auf den. Ja, ich hatte gehofft, der klopft nochmal auf Fujin. Dann haben wir die Ball mal weg. So muss es sein. Sei hier gute Kombi, mal einmal Maelstrom auf die Gegner gezündet und dann hier Mad Rush auf alle. Ich habe schon wieder verloren, wisst ihr? Eine lange, lange Folge. Und jetzt sage ich aber mal, beim nächsten Mal retten wir dann Alien. Bis dahin. Ciao, ciao.